Dann. Ja, da war ziemlich was. Erschöpft. Wofür waren wir eigentlich hier? Weiß das noch jemand? Ja, irgendwie auch gerade. Das Herz der Wüste. Ich habe ein Amulett gefunden. Ruf der Wüste heißt das aber bloß. Dann ruf die Wüste mal. Ja, ist nichts. Ja, ich leg's an und rufe die Wüste. Ruf mal bei Petra an, bitte. Besser dran. Also, wie genau rufst du die Wüste? Na, ich leg das Amulett an. Ruf der Wüste. Ruf nach der Ruf Wüste. einfach mal, das Ja, Essen ist fertig. also du hast es jetzt angelegt, ja? Ja. Okay. Ah, gut. Also das Herz der Wüste spawnt jetzt nicht vor meinen Füßen, oder wie? Nein, leider nicht. Okay, dann leg ich's wieder ab und werf's in den Sand. Jetzt müsste einfach noch mal genau die gleiche Gruppe, die wir eben bekämpft haben, noch mal vor uns spawnen, wenn du das rufst. Oh nein! Jo. Ich gebe Günther mal das Amulett. Vielleicht kann der was damit anfangen. Ich bin gerade in geistiger Verfassung, ich würde es wahrscheinlich aufessen. Der Stein dieser Kette wirkt Ruf nach der Wüste. Der Stein dieser Kette wirkt abgerieben. Leg sie an dein Ohr, Günther. Dann wähl die Tasten, ja. abgerieben. Und dann kommt so ein Piepsignal. Piep. Ich habe eine coole Fähigkeit bekommen. Erste Hilfe. Heilt das Ziel um 193 Lebenskraft, nicht schlecht. Außerdem heilt es verkrüppeln, niedergeschlagen, geblendet, verstummt, blutend, brennend, vergiftet, erkrankt. Hey, wo hast du die denn jetzt her? Durch den Helm. Ist gut. Hä? Ah, nee, Quatsch, nicht durch den Helm, sondern durch die Handschuhe. Ach, die Handschuhe waren das, ja, okay. Ja. Ja, gut. Ruf der Wüste. Ich habe die Halskette jetzt einfach mal umgelegt. Ich weiß, glaube aber Wieso nicht, dass wir irgendwas rufen sollten. Ich glaube, vielleicht sehen wir damit irgendwas. fehlt mir da mein einer Skillpunkt bei Geomant von damals? Jetzt bin ich auch wieder auf Null bei Geomant. Verdient. Ich hatte damals ein durch das Event, weiß ich Schlachtfeld noch. war ich da eigentlich mal wieder. Was ist das? Übste Schlachtfeld hier. Aber fehlt mir, glaube ich, trotzdem noch einer, oder? Nee, noch einer, Nein, den Command. Ah, das war nicht schlecht. Ach nee, stimmt, ich darf ja den Command gar nicht leveln. Sowas, ja. Doch, das. Ach so, nee, genau. Der Nekromant war ja, dann passt das. Ich hab gedacht, ich hab was falsch gemacht, aber nee, passt. Passt alles. Also, ich habe jetzt zwar diesen Ruf der Wüste umgelegt, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll oder was ich damit sehen könnte oder. Habt ihr es mit draufschlagen versucht? Hammer. Vincent, was hast du denn gerade für einen Helm? Ja, einen ziemlich nutzlosen. Na, dann gebe ich dir mal die Schädelhaube des Nekromanten. Ich glaube, dann bringt die dir mehr, weil das halt auch plus 3 auf Nekromant ist. Ich hab, ja, leider habe ich keine Nekromanten-Skills. Bringt mir Ja, ich denke, leider du auch bist nicht so viel. Nekromant. Naja, ich habe halt nur So. die skaliert halt auch nicht mit Nekromant. Ich hab so gut wie Ah. keine Skills derzeit. Ich habe wirklich nur die Beschwörer-Skills und eine Heilskill. Aber von den Werten her, 25 physische und 15 magische Rüstung, bringt dir das irgendwas? Warte, ich vergleich mal. Ja, das wäre besser, Na tatsächlich. dann nimm du den mal. Cool. Dann behalte ich meinen Helm erstmal. Alten verkaufen, wenn du magst. Keine Nee, Ahnung. ich behalte meinen Helm. Okay. Ja, ich meine meinen oder Achso, so. dein. Was hast du denn für einen? Sag mal. Liegt gerade im Inventar, die Baumkrone. Ach so. Die war ja mal mit Summoning. Die war mal episch, jetzt ist sie nutzlos. Yep. Jetzt Ja gut, bin gibst du mir den Helm? ich. Jo, kannst du verkaufen. Cool. Ach ja. Vor allem, Okay. wie ihr den gerade den Nekromanten 2000 Leben runtergeprügelt hat, ohne dass er irgendwas machen konnte. Ja, ich sag's ja, wie gesagt. Wenn wirklich, egal bei was, ob bei Gegnern oder bei selber, wenn die Rüstungen im Weg Sobald du sind, eine bist du CC-Kette halt ausführen kannst, war's das. Dann ja, kann einer ewig nichts machen. ist ja auch das, was alle sagen mit Glaskanonen. Glaskanone und entweder du gewinnst die ersten Runden oder du bist dead. Weil du bist einfach ein Dauer-CC. Warte, was macht die Glaskanone noch gleich? Es hat deine gesamte Rüstung reduziert, dafür hast du mehr Aktionspunkte. Nee, ich Entfernt, reduziere entfernt, meinte alles ich, in deiner entfernt. Rüstung durch, als hättest du gar keine an. Der Schaden kommt zwar noch an, aber der CC. Ah. Ja, der geht halt komplett durch, deine Rüstung. Das ist ja das. Genau, magische und physische Rüstung schützen dich nicht vor Statuseffekten.
Achso, an sich wirkt es ja noch, dass es Schadenrezept absorbiert wird, aber Schadenseffekte gehen durch, ja. Ja, Schaden, ja, das hat auch. Das hätten sie bei Glaskanone eigentlich andersrum machen sollen, dass die Rüstung zwar immer noch die Effekte für dich immun macht, aber dafür keinen Schutz mehr gibt vor Schaden. So hätten sie es eigentlich machen sollen, weil ja, CC ist halt wirklich kaputt. Gibt's hier gibt's noch mehr Wüste-Locations oder ist das jetzt hier alles gewesen an Wüste? So, naja, andere tolle. Zentrum der Wüste. Gibt's noch ein paar andere tolle Urlaubsorte hier? Wo ist denn? Okay, naja, wir haben jetzt eigentlich alles gecleared, also. Ich hab das. Wer hat gerade dieses Amulett? Ich hab das Amulett angelegt, aber ich sehe damit nichts. Oh. Angelegt? Ich hab's angelegt. Probier das mal anzulecken, Alter. Und, Günther Eisenhammer, entschließt sich, sich das Amulett nochmal genauer anzugucken. Siehe die Beschreibung. Das habe ich doch schon. Ganz. Der Stein dieser Kette wirkt abgerieben. Treib mal weiter. Treib mal dran. Gib's der Katze los. Hast du gerade Lol, was macht denn die Katze, Alter? Der Stein der Kette wirkt abgerieben. Reib doch mal an dem Stein. Ja gut, dann reibe ich eben an dem Stein. Aber der ist doch schon abgerieben, was soll der tun? Ich will nicht wissen, womit du daran reibst. Jedenfalls, als du an ihm reibst, fängt der Stein so ganz schnell, aber leicht zu vibrieren an. Und er erzeugt ein ganz grelles, piependes Geräusch. Und in der Ferne hört ihr einen markerschütternden Schrei. Der schnell lauter und schnell näher kommt. Alter, wir sollten nicht so nah beieinander stehen. Auf dann. Ich bin ja so froh, dass wir heute noch nicht viel gekämpft haben. Oh Mann, ey. Schon wieder hier Panik, ey. Ja, und ihr seht dann, wie aus der Ferne ein Riesen. Oh, oh, Scheiße, Bruder! Scheiße, ich bin lost, ey. Ey, mein Gehirn ist sowieso gerade nur noch Matsche aktuell. Ja. Oh Mann, ey. Das Einzige, was Matsche sein wird. Lass mich raten, er hat noch so 500 Freunde oder so, die er mitgebracht hat. Nein, er hat nur 3000 Leben. Ich habe mindestens mit 10.000 gerechnet. Warte mal, seid ihr schon im Kampf gegen den oder was? Ja. Okay, warte mal, dann gehe ich mal. Ich flankiere den mal, weil ich bin noch nicht im Kampf gegen den. Ja, da hinten, wo wir dich nicht supporten können. Der Herrscher der Feuerweiten. Geht der echt da, der geht okay. Grad mal Gassi, ja. Ey. Wie ein Black Desert gerade. Klar, macht. Hat er auch wieder wütend? Nee, dann auch nicht wütend, ne? Also, wenn er dich jetzt nicht mit einem Biss verschluckt, guck dann mal, verstehst du aber nicht. Döner Atem. Döner Atem. Dann hast du, wenn du extra viel Knoblauch isst. Auch mal ein bisschen Kampfmusik, weil diese Gedüdel-Musik geht mir langsam echt auf die Eier, ey. Jawohl, okay, komm. Warte mal, hat er irgendwelche Resistenzen? Oh, der ist minus 100% resistent gegen Wasser. Ich bräuchte ein bisschen Wasser. Also versucht mich einfach am Leben zu erhalten und dann versuche ich das Vieh zu töten im Alleingang. Okay. Oder wenn du irgendwelche Wasserfähigkeiten hast, dann ja, Vincent, nutzlos wie immer. Ja, ich finde das auch immer geil, Donnerstags, da hat er jetzt diese Fähigkeit Fleischopfer und jedes Mal, wenn er diese Fähigkeit einsetzt, simuliert er quasi, als ob er sich im Real Life in den Arm beißen würde. Achso, ja, stimmt. Alter. Das ist so eine Real-Life-Fähigkeit, weißt du? 5 AP, ist auch nicht cool. Geh ich lieber. Ja, genau. Guck mal, der Junior ist auch noch gar nicht dabei, ne? Scheiße, wieso ist das Ziel außer Sichtweite? Ja, weil er in dem Nebel steht halt. Ach, scheiße. So ein ganz kleines Nebelpartikelchen hat sein Bein da umschlossen. Natürlich, jetzt siehst du den gesamten Drachen nicht mehr. Ich glaube, Cardi, man muss nach dem Kampf muss erstmal zum Optiker gehen und seine Sicht checken lassen, ey. Ich glaube auch, ey. Sicht checken lassen. Ach, ja. Dieses Skorpionschwanz von dem voll geil, ey. Also nicht sexuell geil, sondern einfach cool gemacht, so, ne? Was soll ich denn jetzt machen, Alter?
Sterb! Was sollst du? Toll. Jetzt kann ich ihn beschleunigt auf die 3000 Rüstung hauen. Auf die 3000. Ich hab also dir jetzt mal magische Rüstung wiedergegeben. Also wollen wir es physisch machen oder ja, eigentlich lieber magisch? Ja, ich muss versuchen mit Wasser den halt Platz zu machen. Ich habe leider nicht allzu viele Möglichkeiten. Ja, Wasser schon mal direkt beim Boss ist eine gute Idee. Er ist immun gegen nass, das ist ja super. Ja, achso. Naja gut, okay, aber ich kann mit... Ah ne, der kämpft ja mit Schock, ne? Ja, ist super. Hat er zumindest einmal gemacht, ja. Aber ich kann das Wasser ja einfrieren und dann hat er einen Nachteil. Hoffe ich jedenfalls. Ist der. Der ist immun gegen eingefroren oder kühlt, nass und rutschend. Ja, aber der hat minus 100% Wasserschaden. Ja, Schaden müsste er gut kriegen. Drachenkuro. Ach du Scheiße. Ripka hat die Mann. Ey, du brennst noch nicht, immerhin. Dank dem Wasser. Nee, dank meiner magischen Rüstung. Hey, Drache. Drachenfall. Mom. Fuck. Sag mal, wie viel AP hat denn der noch? Der hat wahrscheinlich gerade mal seinen ersten Punkt verbraucht bis jetzt. Wahrscheinlich, ja. Verstehe ich eigentlich. Du liegst neben deiner Knochenwitwe. Kannst eigentlich deine nicht noch gar nicht ein einziges Mal dran war in dem Kampf? Warum ist Vincent schon wieder dran? Was? Ja, ach, du warst, glaube ich, schockiert durch den Donneratem, oder? Kann das sein? Ja, verstehe. Ja. Wie einfach schockiert. Jojo. Ja. Schilde hoch! Smog. Ja? Was soll man tun? Ich kann den nicht angreifen, weil der in diesem scheiß Nebel steht. Das ist doch behindert. Das ist indeed behindert, weil der Nebel sollte eigentlich überhaupt keine Auswirkungen haben bei der Größe. Ich wollte gerade sagen, das ist so scheiße. Wir können seine Schwachstelle nicht mal ausnutzen, weil der halt nicht treffbar ist. Nein, Matze Wolfi, kommt. Der hat nicht den einsamen Wolf-Skill. Du kannst einfach als Spielleiter die AP. Kein Wort verstanden. Man kann einfach als Spielleiter die AP von jemandem erhöhen, theoretisch sogar von euch. Keine Ahnung, was ich machen soll. Kommt einfach in den Nebel, ich hab ne Idee. Genau, in den statisch geladenen Nebel. Ah ne, der ist nicht mehr statisch geladen. Okay. Oh. Aua, das tut echt weh. Easy tot. Dead. Kann jemand das getarnt? Das ist ja schon mal etwas. Oh. Ich spüre einen Kreis, der mächtig ist. Schützengel-Aura. Ah, okay. Ein kleines bisschen näher musst du dann noch kommen, Kardimon. Ja, ist nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt selber im Nebel stehe, dann wirkt doch dieser Sichtschutzeffekt ja nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, deswegen habe ich ja gemeint, wenn du noch reinkommst. Okay. Also der Drache sieht momentan den Kalimon. Oder? Den Kalimon sieht er auch. Okay, also müsste ich den Drachen ja auch sehen. Ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, weil der Drache seinen Kopf aus dem Nebel rausstrecken kann und du nicht, ne? Keine Ahnung, Mann. Ja, klar, aber man selbst sieht den Kopf leider nicht, ne? Das ist einfach. Ja. Den kann man schon mal übersehen, den kann man auch mal für so einen Palmstamm halten. Oh. Blood geblockt durch Physical Rush. Alter, was? Ich bin doppelt gestorben. Ich bin nicht nur einmal gestorben, ich habe den Tod abgehört, bin instant nochmal umgekippt. Ja, Alter.
Also Günther, warum bist du nochmal ein Tank? Ja, das frage ich mich auch. Ach du Scheiße, Bruder. Da muss ich aber weg. Ja gut, ich hab keine Rolle, ne? Also ich konnte vielleicht so nichts machen. Ja, der hat's glaube ich auch gekillt. Ja cool, jetzt hab ich noch den geilen Kondor, der... Kondor, Bruder. Keine Ahnung, ich hab nichts anderes eigentlich. Der Mini-Kondor gegen den Drachen, ey. Jo. Seems fair. Ich die Augen aus, Mann! Ein bisschen hat's ja was gemacht. Der scheiß Nebel, wenn die sind entfernen. Oh. Ups. Oder? Das müsste eigentlich. Ja, genau, das ist das erstmal hier ein bisschen weniger Effektchaos, was auch immer. Weißt du, jetzt letztens, wo Yoshis Beschwörung genervt hatten, habe ich mir echt gedacht, boah, jetzt werden die Kämpfe wenigstens ein bisschen leichter. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es sich anfühlt, von daher. Also, bin im Club dabei. Oh, der Kondor hat den einen Schlag ausgehalten. So stelle ich mir einen Kondor vor, dass er wenigstens mehr als einen Schlag aushält, dann bin ich happy. Ich meine, allein ein Fuß von dem Drachen ist größer als der Kondor gewesen. Ja. Möglich. Katzen raus. Oh ja, Wassertotem ist gut. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Es müsste bloß halt mal treffen. Das war richtig ernst, wahrscheinlich. Ja, die Witwe. Guck mal, der hat doch schon 1000 magische Rüstungen weniger. Es geht doch voran. Ja, ich helfe halt jetzt noch ein bisschen Günther aus. Was will ich machen? Ja, das ist gut. Ja. Da. Oh ja, hier, guck mal, sehr gut. Er ist immun gegen Nass. Oh. In Natursektspielchen gehen bei dem nicht. Ja, so ein T-Drache wäre cool, Monster Wolfi. Der erstmal einfach nur so diplomatisch redet, warum gibt's nicht so dran? Da ist echt. Da ist was falsch gelaufen. Oh, endlich ist der Kacknebel weg, ey. Kacknebel! Da unten ist noch ein bisschen drauf. Günther Junior erstmal gebufft. Ich benutze den Schutzengel nie wieder, ey. Jedes Mal habe ich es bereut, wenn ich den eingesetzt habe. Der fliegt einfach aus der Leiste raus. Guck mal, der hat doch nicht mal mehr 1500 Mark Rüstung. Das geht auch echt übelst voran hier. Mann, die Glocke wäre schon gut. Würde halt nicht alles gefühlt unsere Rüstung instant auf Null hauen. Eine Normalkampagne kann ich mir als ziemlich nützlich vorstellen. Oh. In der Normalkampagne. Was kannst du da? Die Glocke? Die Glocke, ja. Die ist super nützlich, ja. Ja. Das mit der Schutzglocke war jetzt echt gut. Wie wär's nochmal mit dem Schutzengel? Nee, mach ich nicht nochmal. Nicht wenn der Gegner 300 Schaden pro im AE macht, das ist einfach Insta-Todesurteil. Wie es einfach durch dein Talent durchging. Ich wurde zweimal gekillt, das ist kaputt. Komplett durch, ey. Die nächste. Ach, du ist schon wieder der Nebel, ich kann's nicht mehr sehen. Moment. Ja. Gehört das nochmal bei gefrorenem Blut? Mache ich dann Bluttotem oder mache ich dann Eistotem? Eis wäre besser. Mach lieber irgendwas mit Wasser. Ein Wassertotem wäre gut. Alles gefroren. Eigentlich sollte. Nö, das Spiel denkt sich einfach nur fick dich, ist nicht gefroren. Okay, cool. Ja, wusste ich jetzt echt nicht mehr. Der Drache hat übrigens wieder volle magische Rüstung. Ja. Stimmt. Er hat gerade Arcana Stich eingesetzt. Ach so, ja, dann.
Leute, was haltet ihr eigentlich von Wegrennen? Das soll sich doch Rock Agar um diesen Kackdrachen kümmern. Das Problem ist, der Drache hat, glaub, das, was wir brauchen. Günther, du hast... Wenn es in dem Augenblick keine Riesensalami ist, kann es mir egal sein. Dann so der Drache tot, so nichts zum Looten bei dem. Oh man. Aber gut, wenn wir da... Also ich finde, der Drache rechtfertigt ein extra Level ab. Jetzt, wird, also jetzt setzt Karl jemand erstmal seinen falschen Skill ein beim Game Master. Aber der wird erstmal mit den Drachen verhandelt, ey. Aoi! War zum Glück nur ein kritischer Treffer. Age of Empires! Oh, eher Age of Empires Schaden. Jetzt passt da übrigens zufällig irgendwo anders nochmal casten, wenn es wieder dran ist, damit nicht die ganzen Totems gewonshottet werden. Ich kann es nirgendwo anders platzieren derzeit, leider. Etwas schwierig. Ich muss immer echt total aufpassen hier. Dass ich keine Fähigkeit einsetze, die ich sofort gehe. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht, dann bin ich schon wieder one-shot. Leute, mittlerweile bin ich der Meinung, es wäre einfacher gewesen, direkt zur Hauptstadt zu gehen und zu versuchen, den Riss zu versiegeln. Ohne Scheiß. Mit ein bisschen Bauschaum. Ein bisschen Flexil drüber, passt das schon. Ja. Ganz ehrlich, es bringt zwar nichts, aber ich schieb den jetzt den Tentakel so tief in den Arsch, bis sie einfach durch den Rektor wieder durchkommt. Ihr ist mir jetzt scheißegal, ich mach das jetzt einfach. Das Protest. So. Protest. Toll. Ja, ich hab keine anderen Fähigkeiten, was ich mache. Ich hab die Katze. Ja, voll gut. Ich hätte ein paar Feuerpfeile dabei, ist doch eine gute Idee, ne? Ja. Ja. Am besten zusammengebunden als die Mietstange. So. Okay. Ach ja. Ungültiges Ziel. Ja, der Drache ist so groß, dass ich... Oh mein Gott. Der Drache ist so groß, dass ich ihn nicht treffen kann. Ich hau da drauf. Gut und gut. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Jetzt mach's mal schön groß. Selbst wenn sich die Spinne schön groß die macht, kommt die nicht mal an seinen Hals ran. Sieht aber aus, als würde die denn wirken. Stimmt, wie geil das bitte aussieht, ey. Oh ne, die will kuscheln, die will einfach nur kuscheln. Die will auf den Arm genommen werden. Also ich fühle mich auf den Arm genommen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hab gehofft, dass jetzt so ein Spruch kommt von dir. Du hast mich nicht enttäuscht. Ja. Das ist mein Junge. Das ist mein Junge. That's my boy. Oh. Was wird jetzt geschehen? Erdbeben. Alles klar. Guck mal, Öl. Zündung. Okay. Kupplung, Gang rein, Gas, da hat das Leben Sinn, da macht es Spaß. Okay, RIP Günther Junior, wenn der jetzt nicht gerettet wird, der ist auch gleich wieder Rippchen. Das ist halt leider unsere einzige Lebensversicherung, wir haben keine Rollen mehr. Die haben wir alle schon in den Trashkämpfen davor verbraucht. Geil. Naja, ich versuche ihn zu heilen. Tu es. Ja. Was der alles an Effekten drauf hat, ey. Der Günther Junior? Ja. Betäubt, ermutigt, niedergeschlagen, verlangsamt, brennt. Eigentlich ist nur das Brennen schlimm. Der gute alte Günther. Und dann ist ja alles gut. Vladivan Günther. Das Vieh eigentlich. Ja, klar, natürlich kann man noch so einen Drachen verfehlen. LOL. Ach, sehr gut. Das ist echt ein Witz. Was denn jetzt?
Na, ja, mal rein realistisch betrachtet, dass es überhaupt noch verfehlen kann. 92% ja. Wahrscheinlichkeit. Sehr komisch auf jeden Fall, ja. Sehr komisch. Oh. Ja, ist schon seltsam, ne? Sehr, sehr lustig. Gib mir deinen Quellenmagiepunkt, du Sau. Das geht ja gar nicht, scheiße. Ich mag es verrissen. Hey, tja. Nun. Letztes Mal lieber tja gemacht, ne? Was? Dschihad? Letztes Mal lieber Dschihad gemacht? Ja, alles klar. So. Ich geh jetzt zurück in meine Kuppel. Hat sogar die Fähigkeit dafür. Ja, aber sonst hätte er mich geschlagen. Dann wäre ich auch down. Das kann er immer noch. Lass mich. Lass das, ich hasse das. Och Mann, ey. Verfluchen. Verfluchen. Verringert, Präzision. Ja, gut, auf Ausweichen hätte ich eh keine Hoffnung gesetzt. Ich winze die ganze Zeit vor den Drachen steht, den ich nicht gecheckt habe, weil er einfach der Drache winzt vielleicht hat von meiner Kameraperspektive aus. Nee. Das ist jetzt nicht der Augenblick, um sich totzustellen, Vincent. Wirklich nicht. Vor allem, wie der jetzt auch so dasteht, dass er den Drachen auch umarmen will. Komm, Drache, knuddel mich, bitte. Nimm mich rauf. Ich hätte niemals gedacht, dass die Inkarnation mir mal klein vorkommt. Los, die Mücken, fress diesen Fetzung auf. Danke. Physische Rüstung. Hätte ich gedacht, dass wir physisch eher wegkriegen als magisch. Aber wenn der 1000 Leben auf einen Schnips reckt. Aber Moment, er hat ja noch physischen Armor reckt, das kommt ja auch noch. Ah, das fühlt sich gut an. Der Drache kann seine Schuppen abwerfen, ne? Dann hat er wieder 4000 Armor mindestens. Ihr seht, der Kampf ist vorbei und der Drache ruft nach seiner Mutter. Mama! Nee, den Vater von seiner Mutter. Den Vater von seiner Mutter. Oh, das ist alles verflucht, sie verarschen. Das ganze Wasser hier, Junge. Der Junge kommt. Verfluchtes Wasser. Ja klar. Oh, Günther ist verflucht. Und der Junior, es ist jetzt ganz wichtig, dass du irgendwas Nützliches tust. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, das ist mehr als nützlich. Nee, Matze Wolfi, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Auch wenn laut Spiel es gehen sollte, aber ich wette, laut Spielleiter wird es nicht gehen. Was? Werde ich mit dir in 10 drum. Also der ist also, das sieht ja schon ein Kleinkind, dass man einen Drachen nicht umwerfen kann. Nö, sieht das Spiel anders. Ja, das wird sehr beschränkt sein, auf jeden Fall. Wer sagt das? Den Entwickler. Naja, eigentlich sollte man den Drachen ja auch im Nebel sehen können. Das Einzige, worauf ich hoffen kann, ist vielleicht irgendwie eine Verkrüppelung durchzukriegen. Ich meine, wir hätten ihn jetzt eigentlich schon, wenn er nicht wieder sein ganzes Leben und uns alles wieder voll gemacht hätte, so. Er hat nur einmal die magische Rüstung voll gemacht. Ja, nur einmal kurz über 1000 Leben gelegt. Und ja, er hat dann, sein Startleben waren 3000, jetzt hat er 3021. Lol. Ja, sein Minus auf Wasser bringt halt derzeit witzigerweise weniger, weil wir halt physischer gerade schneller runterkriegen. Das nur, weil er sich einmal gereckt hat, ey. Richtig, sonst hätte der jetzt schon keine magische Rüstung mehr. Ja. Das Lustige ist, wir greifen ihn auf seine Schwachstelle an, trotzdem wird die physische Rüstung schneller down als seine magische. Ja. Aber seine magische wäre jetzt schon weg, wenn er sich nicht gerackt hätte. Aber, bin ich auch keine Sorgen, Koga, wenn die magische weg ist, kriegt er bestimmt magisch. Ja, ich hab gesagt, er hat Verstärken. Siehst du, sag ich doch. Beides. Alter, das hat bis darüber noch zu Günther Junior gereicht. Mhm. Holy shit. Ah,
guten Flug. Tschüss, Welt. Oh. Und wieder Nebel. Ja, weil es schreckt euch mal ein bisschen an hier. Kann ja nicht alles immer so einfach sein hier, ne? So wie die Trash-Groups gerade eben da vor dem Kampf. Ich mach halt auch dritte Runde die ganze Zeit dasselbe. Es ist halt auch nicht wirklich taktisch gerade irgendwie. Es ist halt, ja, weiß ich nicht. Also gut, ich bin ja eigentlich froh, dass ich in dem Kampf wenigstens mal was machen kann, aber ich bin halt rein physisch und mach damit also am wenigsten Sinn gegen den Boss gerade. Ja, soll ich jetzt nochmal Wasser schreien oder jetzt nicht Wasser schreien? Ja, weniger physischer als magische Rüstung, ne? Ja, schon. Jetzt aktuell zumindest, aber auch nur, weil er die magische regeneriert hat, zwischenzeitlich. Ey, Kardemon, Günther, sagt mal, soll ich jetzt noch weiter physisch oder nochmal Wasser machen? Versuch's mal mit Wasser weiterhin. Ich versuch weiter auf physisch zu hauen. Wir gehen einfach mal. Er hat minus 100% Resistenz gegen Wasser, ja. Plus 300 auf Feuer, 50 auf Erde und 5 auf Gift. Nur mal so mit dem Schadensvergleich gerade. Ja, auch selbst mit den Extraschaden macht der Totem, wenn er trifft. Also, Moment, ich bin da immer noch dran. Ja, warte. Versuchst du viele Wassertotems zu stellen, wie du kannst. Ja, die müssten. Ja, wenn halt mehr Wasser da wäre. Die sind halt, wie gesagt, immer instant One-Shot. Der macht einen. Digga, der ganze Hügel ist voller Wasser. Wie viel willst du noch haben? Na, eine AOE ist so riesig wie der Hügel. Also. Ja, Digga, ja. Ich kann nicht die ganze Wüste in Wasser tauchen. Das geht nicht. Theoretisch schon. Warum nicht? Ey, da ist schon ziemlich viel Wasser. Der ganze Hügel ist nass. Also, wollen wir dann nochmal ins Rektum gehen? Ja, das ist jetzt 150. So, nochmal 150 sind 300 Schaden und der macht alleine 200. Physisch trotzdem mehr. Witzigerweise. Das stimmt, jetzt hat er physisch nur noch 765. Nur noch, Alter. Ja, nur noch. Da schlägt er zweimal zu, dann ist er weg, Bruder. Na, mal gucken. Bruder. Ganz groß muss losgehen. Also in der Hitze des Gefechts, was ist das eigentlich? Schaden erhöhen. Was ist denn hier? Oh. 200 Schaden, ich mach schon 30% Bundesschaden durch Hitze des Gefechts. Irgendwie bin ich enttäuscht vom Aufsehmigebrüll. Das ist mein Standangriff auf meine Stärke. Dem Drachen scheint auf jeden Fall, dass da Vincent so viel am Meckern ist. Alter, das ist ja zum Glück überhaupt nicht heftig. Ach, Leben, ey. Bruder, da muss ich groß. Ey, das ist ja Endboss-Manier. Oh, Tod abgewehrt, aber ich bin dir geschlagen. Ja. Danke. Oh, Mann. Kann mir mal jemand eine Hand reichen, bitte? Die Knochen bitte. Hatten mehrere, um die zu reichen. Ja. Eine reicht. Jetzt hätte es gerade mir einfach verlegen müssen. Danke, dass du so viel Selbstvertrauen in mich setzt. Vertrauen in mich setzt, nicht Selbstvertrauen in dich. Nee, warte mal, vergiss es. Das ist nicht weniger, als ich sowieso habe gerade. Ey, Günther, kannst du mir einen Quellmagie-Punkt geben? Vielleicht, nur vielleicht. Ich kann dir höchstens einen wegnehmen. Ich habe keinen mehr, den du mir wegnehmen könntest. Ich würde gerne welche vom Drachen holen, aber geht ja auch nicht. Hm, was kannst du eigentlich? Das frage ich mich auch die ganze Runde. Liegt da total resignierend am Boden, ey. Was mache ich eigentlich? Ja. Das mach ich eigentlich, Junge. Oh, von dem verfickten Drachen, Alter. Fu. Oh ja, ein Drachen ausgewichen. Weil er hat einfach nur einen Schritt zurück gemacht. Und ich brenne. Ey, gut, dass ich dich gerade noch vergiftet habe, Vincent. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Bisschen. 100. Ich glaube, ich bin jetzt am Arsch. Alter. Na gut, dann kann ich ja mal aufs Klo gehen, ne? Bis gleich. Also wegbewegen kann ich mich jetzt hier nicht. So viel steht fest. diesmal sehe ich ja auch diesen roten Kreis da und im Feed rumrum. Ich glaube, der ist auch schon schwer zu übersehen. Diesmal sehe ich ihn ja. Tja, was mache ich denn jetzt? Gewundert.
eigentlich völlig wurscht, was ich mache, das bringt eh nichts. Das war an sich eigentlich gar nicht so schlecht, aber es sind immer noch 1.500 magische Rüstung übrig. Oh, ja, ja, ja. Günther, rette dich selbst. Günther Junior. Erzähle allen von unseren Heldentaten. Sag, wir haben den Drachen besiegt. Auch wenn wir ihn nicht besiegt haben, aber für einen Moment wird es Eindruck verschwinden. Sag den vier afrikanischen Dancern, sie sollen den frischen Sarg vorbeibringen. Drei. Ich will nicht mit euch in einer Kiste liegen. Beziehungsweise den sechs, das sind ja sogar sechs Stück. Oh, also, sechs Dancer. Könnten sie drei Särge mitbringen, wenn zwei Stück eintragen. Also wenn Tim jetzt konsequent wäre, würde er jetzt Schluss machen und uns alle umbringen und das ganze Ding wäre vorbei. Nee, also so knapp ist es ja nicht. Also das hätte Drache auch nur ansatzweise ernst gekämpft mit seinem gesamten Arsenal die ganze Zeit, wären wir glaube ich schon vor drei Runden tot. Fünf. Ja, nee, also ich muss mich ja auch an Abklingzeiten und sowas halten, ne? Mhm. Also das kann ich schon nicht machen, also das ist schon serious business hier.